Hallo und herzlich willkommen zu Country Life Germany. Heute wollte ich euch ein paar Tipps geben beim Umgang mit dem Freischneider. Ich sehe immer wieder viele Leute mit dem Freischneider arbeiten und beobachte doch immer wieder viele Fehler. Und heute wollte ich euch einfach ein paar Tipps zeigen, wie ihr in Zukunft besser und ermüdungsfreier mit dem Freischneider arbeiten könnt. Wichtig ist, das Ganze beginnt mit dem Anlegen des Gurtes. Der Gurt sollte nicht zu stramm sitzen, aber dennoch so sein, dass sich das Gewicht hauptsächlich auf die Schultern verteilt. Und wenn die Sense oder der Freischneider im Gurt eingehangen ist, das Gewicht hauptsächlich auf der Hüfte sitzt. Das Gewicht sollte sich hier auf die Hüfte verteilen. Und wichtig ist auch, das Anlagepolster, was sich hier an der Seite befindet, muss normalerweise immer im 90-Grad-Winkel nach vorne, also zu meiner Arbeitsrichtung zeigen. Das heißt, wenn die Sense eingehängt ist, möchte ich natürlich nach vorne arbeiten und das Arbeitsfeld vor mir haben. Und das erreiche ich nur, indem die Anlageplatte wirklich seitlich an der Hüfte hängt. Demonstrieren werde ich das Ganze anhand unserer Stihl FS260. Ich habe mir den Gurt jetzt nun so eingestellt, dass das Anlagepolster wirklich seitlich an der Hüfte sitzt, sodass, wenn ich jetzt die Sense einhänge, diese sofort im richtigen Arbeitswinkel vor mir sitzt. Wichtig ist, der Arm sollte nicht ganz angewinkelt sein, sollte aber auch nicht ganz ausgestreckt sein, sodass ich dann wirklich, wenn ich die Sense vor mir habe, bequem von links nach rechts arbeiten kann. Als kleiner Tipp am Rande, wenn ihr einen Freischneider besitzen solltet, der so eine einzelne Öse hat zum Einhängen vom Gurt, der sollte darauf achten, dass er diese Öse leicht schräg stellt, im Idealfall 45 Grad. Das hat den Vorteil, dass ich es einfacher habe, die Sense ein- und auszuhängen. In meinem Beispiel reicht es, wenn ich die Sense mit einer Hand aufnehme. Dann brauche ich die Sense nämlich wirklich lediglich auf den Gurt fallen zu lassen. Und die Sense sitzt gleich richtig im Gurt, mit der richtigen Arbeitsposition, den Arm ganz leicht angewinkelt. Wichtig ist auch die Arbeitstechnik. Als generelle Mähtechnik gilt, wenn ich aufrecht stehe, ich sollte nur von rechts nach links mähen und beim Schwenk von links nach rechts nichts mähen. Das hat dann den Vorteil, dass ich mir das geschnittene Gras nicht in meine zukünftige Maht mit hineinwerfe und die Sense doppelte Arbeit leisten muss. Das heißt, ich mähe eigentlich immer nur von rechts nach links, wie mit der normalen Sense auch. Und ich habe so sogar die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel Flächen mähe, mir diese Flächen auf ganze Schwaden zu legen, sodass ich sie eventuell nachher sogar als Grünfutter für meine Tiere verwenden kann. Das Ganze möchte ich jetzt euch anhand eines kleinen Beispiels zeigen. Hier hinter mir seht ihr einen Hang, der normalerweise von der Gemeinde gemäht werden sollte. Doch die Gemeinde mäht ihn nicht regelmäßig und das Gras ist jetzt wieder sehr hoch. Ich werde jetzt hergehen und den Hang mähen, damit zumindest der Parkplatz fürs Bürgerhaus wieder ordentlich aussieht. Oh.
Ich habe den kompletten Streifen jetzt gemäht und wie man hinter mir sehen kann, mit der richtigen Mähtechnik ist man auch in der Lage, eine Schwart hinzulegen. Das heißt, ich habe generell das Mähgut von unten nach oben befördert und von oben nach unten, sodass ich jetzt in der Mitte eine Schwart liegen habe, die ich jetzt theoretisch entweder mit dem Ladewagen oder mit dem Rechen aufnehmen könnte. Kleiner Tipp zum Schluss, ich habe euch ja auch schon gezeigt, dass ich den Haken von meinem Freischneider etwas schräg angeschraubt habe. Dadurch habe ich jetzt ganz einfach mit dem Aushängen, ich nehme einfach vier Finger unten drunter, drücke mit dem Daumen oben drauf und die Sense rutscht raus. Ich bin jetzt fertig für heute und hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr einige Tipps mitnehmen konntet. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal bei Country Life Germany.